Herr Lindner, es gibt eine ganze Menge Menschen, die sich gut vorstellen können, dass sich ein Unterwäschemodel um den Haushalt kümmert. Aber die haben nicht erwartet, dass das dabei rauskommt. Tatsächlich haben Sie den Menschen, den Bürgern, mehr als 1 Milliarde Euro mehr aus den Taschen gezogen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit der Bürger außerhalb dieses Plenarsaals. Aber meine Damen und Herren von der neuen Regierung, wie schwer es Ihnen fällt, sich an Ihrer Rolle in der Regierung zu gewöhnen. Nein, ich meine nicht die Dienstwagen und die gemütlichen Sessel. Ich meine Ihre tatsächliche Aufgabe, die Sie wahrzunehmen haben. Das beobachten wir hier Tag für Tag und jetzt schon viel zu lange. Wenn das Stück vom Kuchen langsam schrumpft, dass man dann anfängt, ausfällig zu werden, von Geifer und Gosse spricht, das sagt mehr über die eigene Herkunft als über die AfD-Fraktion aus. Sie alle betreiben an dieser Stelle eine unredliche Debatte. Hier schimpft ein Spitzbube den anderen einen Lumpen. Und Sie glauben, damit die Bürger in diesem Lande jetzt vor der Bundestagswahl irreführen zu können. Nein, meine Damen und Herren, die Bürger im Lande wissen genau, wer für dieses Haushaltsdesaster nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch an anderer Stelle verantwortlich ist. Und das sind Sie allesamt gemeinsam, meine Damen und Herren. Sven Dritschler. Hallo. Hallo. Auf dem Weg ins Plenum. Mhm. Man munkelt, Sie haben irgendwas gegen Sascha Hehn im Portfolio. Warum nicht im Speziellen. Nein, also wir möchten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja grundlegend reformieren. Das ist eine AfD-Forderung schon seit Jahren. Es geht darum, die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen. Das sind die Verträge zwischen den Bundesländern, die eben die ARD regeln, das ZDF regeln und auch insbesondere den Rundfunkbeitrag regeln. Wir sind sehr gespannt. Wir sprechen nach der Plenumssitzung nochmal miteinander. Viel Erfolg. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Der Rundfunkbeitrag ist zu einer Kopfsteuer geworden. Durch die Rundfunkgebühren hat er alleine in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr knappe 1,2 Milliarden Euro Zwangsgelder eingesammelt. Und auch vom Werbekuchen schneidet er sich ein dickes Scheibchen ab. Diese Krasserei, die zahlen die Bürger unseres Landes. Fast alle ohne Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit. Ist das sozial? Ist es sozial, dass die Rentnerin jeden Monat erhöhen muss, damit die ARD Milliarden in Sportrechte investieren kann, damit sich die korrupte FIFA und überbezahlte Fußballer die Taschen voll machen? Ist es sozial, dass der Student zahlen muss, damit ARD und ZDF auf 5 Kanälen gleichzeitig die englische Thronfolgerhochzeit übertragen können? Und liebe SPD, fühlen Sie sich nicht echt ein bisschen schädlich dabei, einem Arbeiter 17,50 im Monat abzuknöpfen, damit jemand von der Mittelmäßigkeit eines Markus Lanz je nach Schätzung zwischen 250.000 und 1,6 Millionen Euro im Jahr verdienen kann? Die Grundversorgung ist offenbar auch ein sehr dehnbarer Begriff. Mit welchem Grundbedarf versorgt uns denn das Traumschiff? Eine der vielen Quizshows oder der Seifenoper? Hört sich gut an, Demokratieabgabe und so. Aber das Lustige dabei, alle 4 Kollegen, die jetzt gleich sprechen, haben sich ausnahmslos gestern Abend in den WDR-Rundfunkrat wählen lassen. Sie bekommen zukünftig vom Gebührenzahler 1.000 im Monat und der WDR bekommt dafür die Direktiven von Ihnen. Meine Damen und Herren, das ist vielleicht Bürgerferne, aber es ist keine Staatsferne. Hallo. Sven Dritschler, eine grandiose Rede im Danke. Landtag. Wie fühlen Sie sich? Gut, gut. Das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Hat man ihn angesehen? Und ja. Der politische Gegner, wie fühlt er sich jetzt? Der wollte es noch nie gehört haben. Nein, also es war natürlich so, dass die 4 Redner, die nach mir dran kamen, wie ich es auch erwähnt hatte in der Rede, alle 4 sich gestern Abend haben in den WDR-Rundfunkrat wählen lassen. Dementsprechend kriegen sie jetzt 1.000 Euro im Monat plus Sitzungsgeld. Zusätzlich zu ihrer Abgeordneten-Diät und dementsprechend sind sie natürlich begeistert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und haben mir erklärt, dass ein 399.000 Euro Gehalt für den WDR-Intendanten zur Grundversorgung gehört, dass Rosamunde Pilcher und das Traumschiff zur Grundversorgung gehören und dass wir das auch weiterhin bezahlen müssen. Ich denke, das zahlen die Zuschauer gerne, diese Gehälter. Wir freuen uns auf die nächsten Reden im Landtag. Alles klar, danke. Danke, Herr Dritschler. Deshalb halten wir den Antrag insgesamt für einen weiteren Eingriff in die Unternehmerrechte.
von Freiheit. Wir erwarten keinen positiven Effekt auf die Lebenssituation von Frauen. Und wir sind im Übrigen davon überzeugt, dass der Bedarf an den Haaren herbeigezogen wird. Denn, meine Damen und Herren, eins sollten wir nie vergessen. Auch die Kulturgüter aus vergangenen Zeiten haben wir nur von unseren Nachkommen geliehen. Sie hätten an anderen Ressorts in anderen Bereichen sparen können. Das hätte sie ausgezeichnet, das hätte auch zu ihren Wahlversprechen gepasst.